Hallo Pfeifenfreunde, Tabaksfreunde. Heute Vormittag habe ich euch die Zutaten von der Saucierung gezeigt. Die habe ich nachmittags hergestellt. Das ist schon ein bisschen zeitaufwendig, dauert ungefähr eine gute Stunde. Meine Tabaksblätter, die reif waren, habe ich jetzt ofenfermentiert. Die zeige ich euch gleich, was sie für schöne, gleichmäßige, braune Farbe bekommen haben. Und dann werde ich euch noch erklären, wie das mit dem Saucieren weitergeht. Morgen müsste dann der Tabak soweit fertig sein zum Schneiden und Trocknen. Also, ich zeige euch mal, wie die Blätter jetzt ausschauen. Hier seht ihr die wunderbare dunkelbraune Färbung, die ich mit der Ofenfermentation erzielt habe. Eine Top-Methode. Geht sehr schnell und zeigt super Ergebnisse. Und hier habe ich die Blätter zum Saucieren praktisch hingelegt. Die werden dann praktisch mit dem Punktzerstäuber und der fertig gemachten Soße eins nach dem anderen, Vorder- und Rückseite, sauciert. Und wenn das geschehen ist, werden sie zusammengerollt und kommen in den Topf rein. Das sieht dann so aus, das sind die gerollten Blätter mit der Saucierung. Die kommen in den Steingut-Porzellantopf und bleiben da 24 Stunden drin. Dann werden wir sehen, was nach dem Schneiden rauskommt und vor allem, wie es schmeckt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.